Hallo, meine Schüler und Schülerinnen. Wie geht's euch? Gut? Ich bin Frau Sommer, eure Deutschlehrerin. Heute sprechen wir über Verben im Präsens. Die Konjugation der regelmäßigen Verben, auch schwache Verben genannt, ist in der deutschen Sprache einfach. Ja, das ist einfach. Die meisten deutschen Verben sind regelmäßig. Ja, so, die meisten deutschen Verben sind regelmäßig. Ja, bei den regelmäßigen Verben bleibt der Stammvokal, ja, in allen Formen, Singular wie Plural, gleich. Am Verbstamm wird eine Endung angehängt. Was das bedeutet? Subjekt, das ist Subjekt plus Verbstamm plus Endungen. Wie? Hier, Verbstamm. Was ist Verbstamm? Verbstamm, Infinitiv mit EN. Infinitiv mit EN. Ja, und EN fällt weg. Das ist Verbstamm. Das ist Verbstamm. So, hier, Verb machen. Das ist Infinitiv. Verb machen, Infinitiv mit EN. EN fällt weg. Das heißt Verbstamm. Das heißt Verbstamm. Verben im Präsens. Ich plus Verbstamm plus Endung E. Du plus Verbstamm plus Endung ST. Er, sie, es plus Verbstamm plus T. Wir plus Verbstamm plus EN. Ihr plus Verbstamm plus T. Sie, sie Plural und sie Höflichkeit oder sie groß plus Verbstamm plus EN. Das sind die Konjugation von regelmäßigen Verben im Präsens. Okay? Zum Beispiel Verb trinken. Verb trinken, ja. Hier, was mache ich? EN fällt weg. Und hier, das ist was? Ja, das ist Verbstamm. Und mit ich hat die Endung E. Ich trinke. Mit du ST. Du trinkst. Mit er, sie, es, die Endung T, trinkt. Wir, EN, wir trinken. Ihr, T, ihr trinkt. Sie und sie groß, EN, sie trinken. Noch einmal, die Konjugation von Verben, regelmäßige Verben, ja, richtig, vergesst nicht. Im Präsens, ja, wir haben Infinitiv, ja, EN fällt weg und wir haben hier Verbstamm. Dieser Verbstamm kommt mit diesen Endungen. Ich, E, du, ST, er, sie, ST, wir, EN, ihr, T, sie und sie groß, EN. Okay. Aber wir haben auch unregelmäßige Verben. Ja, wir haben die unregelmäßige Verben. Was sind die Konjugation im Verben? Bei einigen Verben mit E ändert sich bei du und er, es, sie, der Vokal E ändert sich I oder I, E. Noch einmal, E ändert sich I oder I, E, mit was? Mit. Oder bei was? Bei du und er, es, sie. Zum Beispiel, Verb essen. Verb essen, EN, fällt weg. Okay, mit ich, ich esse, Endung E. Okay, aber mit du, ja. Ich habe gesagt, dass E ändert sich nach I. Du isst. Du ist. Er ist sie, also er ist sie, ist. E ändert sich nach I.
Aber wir essen. Ihr esst. Sie und sie groß essen. Noch einmal, Verb essen, ich esse, du isst, er, sie, es isst, wir essen, ihr esst, sie und sie groß essen. Man esst, was man isst. Man esst, was man isst. Okay. Verb nehmen. Verb nehmen. En fällt weg. Ich nehme. Aber mit du. Ja, du nimmst. Ha? Du nimmst. Er, sie, es nimmt. E ändert sich nach I. Okay. Wir nehmen. Ihr nehmt. Sie und sie groß nehmen. Ich nehme einen Kaffee. Was nimmst du? Ich nehme einen Kaffee. Was nimmst du? Verb sprechen. En fällt weg. Sprechen mit ich. Ich spreche. Du sprichst. Was hier? E ändert sich nach I. Du sprichst. Er ist sie spricht. Noch einmal, E ändert sich, ja, I spricht. Wir sprechen, ihr sprecht, sie und sie groß sprechen. Verb sprechen, zum Beispiel, sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch oder? Ja, gut. Lesen. Noch einmal, EN fällt weg. Ich lese. Du liest. Aha. Hier, E ändert sich nach I, E. I, E. Du liest. Er, sie, es liest. Er, sie, es liest. Wir lesen. Ihr lest. Sie und sie groß lesen. Verb lesen, zum Beispiel, was liest du, was liest du? Aber hier, Verb mögen, das ist unregelmäßige Verb also, aber er ändert sich mit ich auch. Ich mag, du magst, er, sie, es mag, wir mögen, ihr mögt, sie, sie mögen. Ich mag Käse. Und du? So, bei mögen musst du dir den Singular besonders merken. Den Singular. Ich, du, er, sie, ist besonders merken. Okay. Eine Übung wählen Sie aus. Nummer 1. Was esst, isst, esse Martin zum Frühstück. Was esst, isst, esse Martin zum Frühstück. Hier, Singular ist Martin. Und Martin, welchen Pronomen? Ja, er. Martin, er. Und die Konjugation mit er ist? Ja, sehr gut. Ist. Was isst Martin zum Frühstück? Nummer 2. Sarah trinkt eine Tasse Tee. Sarah. Welchen Pronomen? Sie. Sie, Singular. Sarah. Ja. Sarah trinkt. Sehr gut. Trinkt. Sarah trinkt eine Tasse Tee. Nummer 3. Mein Vater mag keinen Käse. Mein Vater, ja, er. Welcher Konjugation hier? Ja, mag. Mein Vater mag keinen Käse. Nummer 4. Ihr nimmt Pizza. Ihr, sehr gut, nehmt Pizza. Nummer 5. Mein Freund esse gern Obst. Mein Freund, die Personalpronomen ist ja, er und er. Die Konjugation ist. Mein Freund isst gern Obst. Was liest du gern? Du
Die Konjugation ist ja, sehr gut. Was liest du gern? Okay. Ich spreche, spricht gut Englisch. Ich. Ja, ich spreche gut Englisch. Sehr gut. Dankeschön und auf Wiedersehen.